Sandro Bertede ist bei uns heute. Guten Tag, Sandro. Du bist hier in Almaty technischer Delegierter. Was genau hat ein TD, ein technischer Delegierter vor Ort zu tun am Wettkampfwochenende der Skispringer? Am Anfang möchte ich entschuldigen wegen mein Trapattoni-Deutsch, aber das ist nur das Deutsch, das kann ich reden. Was macht ein TD hier im Ort? Sicherheit ist sicher der erste Punkt. Wir möchten unseren Sport immer in eine sichere Situation vorstellen. Der zweite Punkt, das ist sehr wichtig, ist die Anlauflänge durch das Training und das Bewerben. Die Athleten sollen, der beste Athleten sollte bis den HS-Punkt springen. Und für uns, das ist ein Ziel, aber wie vorher gesagt, mit Sicherheit. Da müssen wir ganz kurz noch dazu erklären. Du bist eines von drei Jurymitgliedern. Die Jury besteht aus dem TD, das bist in diesem Fall du, dann aus dem TD-Assistenten. Und das dritte Mitglied ist der Chief of Competition. Und ihr legt gemeinsam die Anlauflänge fest. Ist das so richtig? Ja, das ist eine von unseren Aufgaben. Wir schauen dem Training und dann nach dem Training haben wir einige Daten für das Wettkampf, für diese Anlauflänge zu festen. Normal schauen wir auch durch den Probedurchgang, wie das Windbedingungen sind. Und dann sind wir bereit für das Wettkampf. Und ich muss sagen, jetzt mit den neuen Kompensation- und Windsystemen für das Jury ist etwas einfacher, weil wir können, wenn das notwendig ist, den Anlauf verkürzen. Und das kann für uns einfach sein. Jetzt haben wir an einem Wochenende wie hier, haben wir Damen- und Herrenwettbewerbe, dann gibt es Trainingssprünge, da gibt es Qualifikationen. Gibt es da immer nur eine Jury und einen TD für das ganze Wochenende? Ja, das ist normal eine Jury. Ich muss sagen, dass in diesem Wochenende der Arbeit war viel größer als ein Normalbewerb. Aber diese Anlage ist sehr, sehr schön und war ein Spaß, hier zu sein. Hört sich gut an. Wir müssen noch erklären, die meisten wissen schon, du kommst aus Italien. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen von deiner Seite? Ja, klar. Habe fertig.